Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss jetzt verschiedenste Tops anprobieren, warum nicht wahr? haben wir eigentlich beide gelb an und unten blau? Wir sind so Pärchen. Ugh, cringy. Guck mal die wir an. So Zeig mit dem Finger auf sie. Ja, Seth ist mein Freund, falls ihr es noch nicht wusstet. Wir sind zusammen, ja. Hast du deine stolz geschwellte Brust stolz, weil du mit mir zusammen bist, ne? Ja. Naja, so, okay. Hi Leute, wir sind wieder Lena und Seth. Ich war shoppen online. Ich habe mich die ganze Corona-Zeit zurückgehalten. Ich auch nicht. Und hatte dann irgendwie Bock, mal was zu bestellen, irgendwie ein paar neue Klamotten. Seth ist heute da, um zu sagen, ja, es sieht gut aus oder nee, ist blöd. Ne? Ja. Gut, let's do it. Alles wird fantastisch aussehen. Ja. Und das andere. Achso, das ist für, falls du heute Lenken. Sehr... Zum was? Zum Lenken. Zum Melken. Zum Melken. Du bist verwirklich. Mach das zu. Das ist aber nicht gleich lang. Auf Instagram und TikTok und überall haben die Mädels alle so süße Tops an. Und ich habe keine süßen Tops. Ich dachte erst, das wären Zitronen. Nice, okay. Deshalb habe ich mir süße Tops gekauft. Aber das hier ist irgendwie scheinbar zu groß für mich. Irgendwie muss man da die Schultern hier oben haben. Warum ich habe aber hier oben keine das Schultern. Das ist eigentlich ganz süß, aber warum hat das diese komischen... Puffärmel? Ja. Das ist jetzt Trend. Ja, sorry, ihr seht jetzt mein BH. Ich hasse, was Trend ist. Weird. Zu groß. Wow. Nee, sieht echt gut aus. Also sieht an sich sehr süß aus. Aber ist mir zu groß. So, das gab's nicht bei ASOS. Das habe ich von meiner Oma geerbt. Hey, lass mich! Nein, das ist süß. Aber die Schultern sind viel zu breit. Ich habe halt schon so einen Körperbau, dass meine Schultern recht breit sind. Und das macht es auch echt nicht besser. Das liegt in der Familie. Nö, ich finde die Länge gut, ehrlich gesagt. Die ist eigentlich für dich genau richtig. Nee, ist ein süßes Kleid. Aber du solltest öfters Kleider anziehen. Ja, sollte ich. Aber damit kann man schlecht Fahrrad fahren. Süß ist ganz viel, aber so aus dem Augenwinkel ist es gut. Ja, du weißt, wenn man da drauf startet, kriegt man so einen psychedelischen Anfall, aber ja. Wie finden wir das? Ich finde hellblau steht mir. Gut, ja. Warte mal, stell dir mal auf. Oh. Huch, nein. Oh. Sehr leicht. Eigentlich ganz fetzig. Ich bin mit diesen Ärmeln noch nicht ganz warm. Ja, jetzt hast du dir 25 Tops bestellt mit diesen Ärmeln. Mhm. Danke dir, Digga. Danke, Digga. Okay, next. Das hat wieder das Problem, dass die Schultern eigentlich 5 cm weiter oben sein sollten. Es ist allgemein irgendwie ein bisschen sehr groß. Es sieht sehr schlapprig aus. Mhm. Das ist viel zu offen. Es sieht so aus, als wärst du breiter und als würdest du das kaschieren wollen. Bin ich irgendwie die einzige Person, die nicht gerne 24/7 ihren BH zeigt? Oder bin ich einfach zu klein für die Sachen? Das ist gut, was du hast. Ja, ist vielleicht ein bisschen. Die sollen eigentlich hier oben sein, die Schultern schon wieder. Why? Ich habe die nicht zu groß bestellt, schwöre. Es ist halt zu der Jeans farblich jetzt ein bisschen. Ja, das beißt dich ein bisschen. Das ist doch nicht das, was ich gucken will. Eine schwarze Jeans wäre halt cooler, aber ansonsten finde ich es eigentlich nicht schlecht. Ich finde es auf jeden Fall von der Form schick. Es ist so leicht geriffelt. Es ist so wie Plissé quasi. Das trägt sich so leicht, das könnte man auch im Alltag tragen, ohne dass es einen irgendwie behindert. Und man sieht aber fancy aus irgendwie. Ja. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, das soll irgendwie enger am Bauch, aber es geht nicht enger. Also die Arme sind mir irgendwie too much. Die sind ein bisschen doll. Also so ein bisschen so ein Fake passt halt, aber irgendwie... Also das ist aber auch nur mein persönlicher Geschmack. Trend. Also die Farbe finde ich aber eigentlich ganz, ganz gut. Ich dachte jetzt, das macht dich irgendwie blass, aber das tut's gar nicht. Es macht eher das T-Shirt. Du machst eher das T-Shirt blass. Enttäuschend. Ja, würde ich jetzt nicht. Nee, also ich fand die anderen besser tatsächlich. Ja. Sehr bubelicious. Ist ganz süß. Sehr durchsichtig, sehr luftig. Aber mit dem BH geht das, glaube ich, klar. Was sagt ihr? Was ist bis jetzt euer Favorit? Schreibt es mir in die Kommentare. Uff. Pompös. Wie findest du das? Ich weiß, ich mag nicht diese komischen Flapseln da. Das ist diese? Ja, ich weiß, das ist jetzt irgendwie, wird jetzt wieder modern, aber es sieht halt irgendwie aus wie so Schlossmädchen oder so. Ja, ist der schick. Ich finde, mit den leichten Wellen in meinem Haar sieht das irgendwie sehr schön aus. No, also es sieht nicht doof aus, aber ich mag das, glaube ich, lieber schlichter. Ich mag normalerweise auch schlichte Sachen. Aber ich wollte mal was anderes. Aber ich mag eben das. Da brauchst du jetzt auch überhaupt gar nicht diskutieren, Seth. Das hier? Das ist ja fast wie das Top, was ich am Anfang anhatte. Ja, das stimmt. Sieht aus wie aus so einer amerikanischen Sitcom.
Ja? Ja, das finde ich jetzt, ein Kompliment. Wenn du jetzt irgendwie auf die Highschool gehst und Highschool? Okay. Da deine Freundinnen kennen und bist eigentlich ein bisschen schüchtern, aber willst doch auffallen. Und am Ende vom Film habe ich andere Klamotten an, ne? Irgendwie sind mir die Blümchen hier ganz schön neon. Also die sind richtig neonpink. Also mich haut das jetzt nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Ist auch sehr kurz und sehr weit ausgeschnitten. Aber es passt. Finde ich schön. Finde ich von der Form her schön. Mhm. Ist ein bisschen was Interessantes drauf. Diese kleinen, was sind das? Eulenvögel? Eulchen? Ich glaube, es sind so Eulen, oder? Das stimmt. Die sehen fast wie Eulen. Und so Pailletten. Ja, ist interessant. Ist aber halt nicht zu doll irgendwie. Mhm. Ist gut. Okay. Kommst du klar? Nein, überhaupt nicht. Das wird nicht gekauft. Das kann ich nicht alleine anziehen. Das ist noch nicht fertig. Nein, das ist nicht länger. Das ist ein kurzes Top. Tidy. So, ja. Also, ich meine... Es sieht ein bisschen sehr rumsig aus irgendwie so. Das hat schon mal keine Ärmel. Das hat jetzt 10 Minuten gedauert, das anzuziehen. Naja, 5. Irgendwie zu wenig Stoff für meine Verhältnisse, sorry. Aber die Farbe steht hier. Ja, rot ist gut. Ich wollte mal auch wieder was Rotes. Hm, was sagt ihr? Sieht irgendwie aus wie ein halber Badeanzug. Findest du nicht auch? Vielleicht, wenn man was drüber zieht irgendwie. Oder zum Party machen. 400.005. Herzlichen Glückwunsch! Mein rotes Top dir zu Ehren. Oh, das ist aber schön. Komm her. Mhm. Ganz wenig Stoff. Ne? Stefan hat jetzt 400.000 Abonnenten. Ich bin jetzt ein ernstzunehmender YouTuber. Ja, Stefan gehört jetzt zu den Großen. Hütet euch. Okay, was halten wir davon? Sieht irgendwie aus, wie als könnte man das abnehmen oder so. Das ist halt so attached. Kannst du extra waschen. Interessantes an der Brust. Ich weiß halt nicht, ob dieser was denn? Als wären Brüste noch nicht interessant genug, meinst du? Vielleicht passt einfach diese Art Schnitt nicht so richtig zu mir. Ich finde aber die Farbe gut. Das ist so ein Anthrazitgrün. Ja. Das ist eigentlich nice. Nee, irgendwie gefalle ich mir damit nicht. Ja, so richtig. Irgendwie also ist das cool zu boxy. Ja. Ich habe halt schon diese boxy Grundstruktur. Ich brauche das nicht noch oben drauf. Mhm. Ja, Schultern, ja. Deshalb mag ich halt diese flowy Sachen lieber. Die so ein bisschen mehr Stoff haben. Ja, hast du einen Favorit? Schwierig. Also mir gefällt dieses Gelbe mit den rosanen Blümchen oder Eulchen da drauf ganz okay. Ja, es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, das musst du unbedingt haben. Ich fand halt viele gut. Das erste war auch. Das erste fand ich auch gut. Das Hellblaue. Ach so, das. Dieses hier und das erste Hellblaue. Ja, die fand ich gut. Irgendwann mache ich mal eine Klamottenfirma, die genau auf meinen Körper passt. Und alle anderen, die auch so einen Körper haben, die können dann bei mir einkaufen. Ja, für 1,60 große Mädchen. Ihr findet die Links dieser ganzen Klamotten unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Lasst natürlich gerne einen Kommentar da, was euer liebstes Teil war. Danke, Seth, dass du heute hier warst und deine kompetente Meinung abgegeben hast. Sehr freiwillig und überhaupt nicht gezwungen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann, ciao.